Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es so wieder mal um einen Porsche 911. Und zwar hier in der Driver Selection. Das ist die Verpackung, ja. Und ich befreie den Wagen jetzt mal ganz schnell für euch. Ja, das kann man hier so öffnen. Hier ist der Wagen ohne Display. Ich finde eine sehr elegante Form. Und gleich mal vorweg, ich habe schon mal das Cabrio von dem Wagen hier vorgestellt. Ja. Link dazu in der Beschreibung oder im i. Ist natürlich sehr passend. Ja. Aber schauen wir uns den Wagen gleich mal an. Also der Wagen ist von der Firma Herpa, genauso wie das Cabrio. Und sieht meiner Meinung nach natürlich wieder sehr sexy aus. Ich habe schon einige von denen vorgestellt. Playlist natürlich ist vorhanden und verlinkt. Kann man gar nicht genug haben, wie ich finde, sowohl in echt als auch in, im Maßstab 1 zu 18 oder 1 zu 43. Leider gibt es im Maßstab 1 zu 18 von diesen Modellen keinen im Metall, der, sag ich mal, hochdetailliert ist, bis jetzt. Mal gucken, was noch kommt. Ja, Front, Porsche typisch, muss ich eigentlich nicht viel sagen. Sehr sexy, elegant, die Farbe passt meiner Meinung nach zu dem Wagen auch sehr gut. Wir können hier das Logo gesehen von Porsche. Hier unten die Tagscheinwerfer oder Tag-HLED-Lichter. Und schauen wir uns gleich mal die Seite an. Ja, elegant, wie es nun mal ein Porsche ist. Wobei ich muss sagen muss, nicht alle Porsche sind komplett elegant. Der Nachfolger von dem Porsche 911 finde ich nicht mehr so attraktiv wie dieses Modell. Also irgendwas ist anders geworden, was mir nicht gefällt, und wahrscheinlich ist das hier die Vereckigung, sage ich jetzt einfach mal, der Motorfront und auch hinten ein bisschen. Ist sehr, ja, nicht mehr so elegant. Hier sieht es aus wie von einem Guss einer Form und beim Nachfolger eher weniger. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja. Die Felgen sehen auf jeden Fall sehr gut aus, passend zum Wagen. Sind übrigens dieselben auch wie von dem Cabrio. Genauso wie die Innenausstattung, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, wie gesagt, Form passt einfach saugut zu dem Wagen. Schauen wir uns jetzt das Heck an. Das ist meiner Meinung nach eines der Gründe für diesen Wagen. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr elegantes Heck. Aber ich glaube, ich habe das in den anderen Modellauto-Reviews auch schon erwähnt. Das ist einfach meiner Favoriten, dieser Porsche 911. Ja. Also, diese Lichter sind sehr elegant, sehr breit gezogen und sehen einfach insgesamt wirklich sehr harmonisch aus. Hier können wir noch sehen, die vier Endschalldämpfer, Auspuffrohre, wie auch immer. Hier steht es auch nochmal, Porsche 911 Carrera S. Da kann man meiner Meinung nach nicht viel falsch machen mit dem Modell. Wir schauen jetzt auch mal in den Innenraum rein und dazu etwas die Belichtung noch hochschrauben. Und ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Jeden Fall sehr detailliert, auf jeden Fall gemacht, gefällt mir gut. Na? Ich denke, man kann ein bisschen was erkennen. Ich versuche noch ein Foto zu machen, wo man mehr erkennen kann, aber es ist schon sehr detailliert. Hat Herpa meiner Meinung nach gute Arbeit gemacht. Kommt auf jeden Fall in meine Sammlung mit rein. Und ja, was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Gefällt es euch auch so gut wie mir? Würde mich interessieren. Schreibt gerne einen Kommentar. Abonniert mich, drückt die Glocke, ihr wisst Bescheid, teilt das Video. Ich möchte bald die 1000 Abonnenten endlich mal erreichen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.